Wenn wir jetzt veröffentlichen, hat das katastrophale Folgen. Für wen? Für mich. Das hier ist der Feind! Und wir werden sie vernichten! Wo ist sie? Sie haben doch hier die Macht. Sie können entscheiden. Eine Kugel erspart Ihren Männern vielleicht eine lebenslange Erinnerung an ein furchtbares Massaker. Ich habe Bücher gelesen natürlich, weil man muss sich einfach über diesen historischen Kontext informieren schon, weil ich einfach fast nichts wusste darüber. Und man muss das eben auch lesen, finde ich, weil das wir natürlich irgendwie Verantwortung tragen. Diese Geschichte, wir sind der erste Film, der von diesem Völkermord erzählt. Deswegen habe ich viel Historisches gelesen. Und dann nähert man sich in Gesprächen, oder ich habe mich jetzt mit Gesprächen mit Lars an die Rolle angenähert und eben auch einfach das Ausloten, was es bedeutet, so einen ambivalenten Charakter zu spielen. Woher kommt der Konformismus? Er ist eben auch ein Kind seiner Zeit, also autoritätshörig. Es ist nicht so einfach, aufzustehen und für seine Meinung einzustehen irgendwie. Das war ein großer Teil der Arbeit, auch einfach auch den historischen Kontext mitzunehmen, auch das Sozialgefüge. Leutnant, Bajonette aufpflanzen. Auf 10 Meter machen den Ausfall und stechen sie ab. Bajonett, pflanzt auf! Ausfall auf 10 Meter und seid nicht zimperlich, Jungs! General von Trotas Befehl ist eindeutig. Wir machen keine Gefangenen. Bitte Sie. Das hier ist der Feind. Und wir werden ihn vernichten. Bitte Sie, Herr Oberleutnant. Dann lassen Sie die Leute wenigstens erschießen. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Sie erschießen einen Kaffer. Vielleicht verstehen dann die anderen die Botschaft und ziehen ab. Was halten Sie davon? Er ist autoritätshörig, er ist auf eine seltsame Art schüchtern und auch naiv. Was ihn antreibt, er hat einen großen Willen, eine große Ethnologie-Karriere zu machen und will unbedingt Forscher sein. Und in die Fußstapfen seines Vaters folgen, der auf nicht ganz klare Weise, der war eben auch Ethnologe und der ist umgekommen in einer der Kolonien oder auf einer seiner Reisen. Der will eben auch ein großer Abenteurer werden und versucht eigentlich in der Geschichte über immer das Richtige zu tun, gerät aber in moralische Dilemma, wo er einfach falsche Entscheidungen trifft und absolut nicht zum Helden wird, sondern sich zum Mittäter macht und am Ende feige wegrennt, um zu Hause in Deutschland eine Karriere zu machen. Die Zeitungen schreiben, dass ihr eine Audienz beim Kaiser hattet. Ist das wirklich wahr? Ja. Du warst bei Kaiser Wilhelm, ja? Ja. Und wie war er? Der Kaiser hat Angst. Wie kommst du denn darauf? Konnte man sehen. Der Kaiser hat keine Angst. Vor wem denn? Von nichts und niemandem. Friedrich sagt zum Kaiser, die Herero und Nama erwarten eine Versicherung, dass seine Majestät den Frieden mit uns halten will. Eine Antwort hat der Kaiser uns aber nicht gegeben. Es gab damals diese Völkerschauen, diese absurden Zoos für Menschen, wo die Leute aus den Kolonien angekarrt wurden und in ihren komischen kulturellen Gewändern verkleidet wurden. Ich glaube nicht, dass das so richtig, dass die wirklich so sich anziehen wollten. Und eben ausgestellt wurden wie im Zoo, nur eben, dass sie Menschen waren. So. Und da trifft er eben eine Dolmetscherin aus dieser Kolonie Deutsch-Südwest, eine Herero-Frau. Und ist wahnsinnig fasziniert von ihr, weil er, das muss man jetzt den Zeitkontext sehen, merkt, dass sie mehrere Sprachen spricht, was er nicht erwartet, dass sie schreiben und lesen kann. Ist absurd aus der heutigen Sicht, aber damals
Also in diesem Kontext denkt er, sie kann es nicht. Das hat mich fasziniert. Verliebt sich auf eine Art. Und sie geht dann wieder zurück. Und dann, als er in der Kolonie unterwegs ist und Schädel sammelt, sucht er sie gleichzeitig auch. Und am Ende findet er sie und denkt vielleicht, er kann sie retten, aber kann er natürlich nicht. Und rennt einfach weg vor seiner Verantwortung. Haben Sie meine Messungen veröffentlicht? Nein. Wie? Die Köpfe der Herero sind nicht kleiner als unsere. Ihre Zahlen stimmen. Aber wenn wir jetzt veröffentlichen, hat das katastrophale Folgen. Für wen? Für mich. Ich verliere Amt und Würden. Ich verstehe das nicht. Schauen Sie, die Schädelvermessungen sind doch nicht bloß eine Spielwiese für Akademiker. Unsere Schlussfolgerungen werden in der Massenpresse zitiert. Und Sie können sicher sein, dass in dieser Situation die Dürftigkeit unserer Ausgangslage sehr genau geprüft wird. Glauben Sie denn wirklich, die Briten beenden ihr Empire? Oder hat der Kaiser diesen Krieg, bloß weil sie 46 Herero-Schädel vermessen haben? Also was ich mir hoffen würde von dem Film, ist, dass es in den Schulen unterrichtet wird, was passiert ist in den Kolonien, dass es auch einen Kolonialismus gab und tatsächlich auch diese fake, falsche Rassentheorie, die viel zu lange unterrichtet wurde und gängig war. Und ich glaube, heute denken noch verschiedenste Leute auf dieser Welt, dass es wirklich verschiedene Menschenrassen gibt. Aber es gibt nur eine, Homo sapiens. Und es war lange bewiesen, aber nicht gewollt von Politik und so. Und wurde klein gehalten. Und das erzählen wir auch mit dem Film. Und ich erhoffe mir ein bisschen Bewusstseinswandel oder eine Bewusstseinserweiterung über die Vergangenheit, was Deutschland dort angerichtet hat. Ich meine, ich wusste nicht, dass es dort auch schon Konzentrationslager gab. Und es ist einfach ein riesen Völkermord passiert, der irgendwie darüber wurde geschwiegen, 120 Jahre. Die Abteilung von der Heide ist in der Dunkelheit in die falsche Richtung marschiert. Sachen gibt's, ja. Jedenfalls war der Ring nicht geschlossen und die Herero ziehen nach Osten ab. Wir bilden Patrouillen und treiben sie in die wasserlose Kalahari. Wir werden sehr viele schöne Dinge zurücklassen auf ihrer Flucht. Da können sie kistenweise Zeugs für ihr Völkerkundemuseum sammeln. Denken Sie drüber nach. Man fährt durch die Wüste und nach 5 Minuten ist es Sandwüste und 10 Minuten später ist es plötzlich eine Steinwüste. Und auch dieses Klima da ist unfassbar. Es ist arschkalt in der Nacht und dann wird es plötzlich sauheiß am Tag. Es war ein körperlich, physisch wahnsinnig anstrengender Dreh. Und auch wahnsinnig aufwendig. 35 Pferde, berittene Pferde in die Wüste zu bekommen, ist logistisch einfach wirklich Wahnsinn. Es war ein sehr großes Projekt und großes Abenteuer. Und dieses Land, die Schönheit dieses Landes bleibt mir sehr doll in Erinnerung. Es gibt eine Szene, die haben wir fast in einem Dings, in einer Einstellung gedreht, wurde dann später geschnitten. Da sollen so, sehr brutal, da sollen so Herero-Frauen erschossen werden, die eigentlich Wasser wollen und es macht überhaupt keinen Sinn und Hoffmann versucht dafür einzustehen, dass sie nicht erschossen werden und am Ende scheitert er daran. Was eigentlich auch das ganze Dilemma dieses Charakters beschreibt, weil er will was tun, versucht das Richtige zu tun, weiß aber nicht wie. Er weiß nicht, wie er das alles verhindern kann und tut dann eigentlich das Falsche und schlägt sich auf die Seite der Täter. Auch um selber weiterzukommen und zu überleben. So. Und im Nachhinein habe ich eine Lieblingsszene. Da sitzt Hoffmann, will nochmal, er hat diese, bei der Völkerschau hat er eben Kesia kennengelernt und die fasziniert ihn und er klopft an ihrer Tür, wo die untergebracht ist und möchte ein Gespräch mit ihr und dann setzen sie sich auf die Bank und er gibt ihr ein Gedichtband und fragt sie, ob sie ein Heinrich-Heine-Gedicht vorlesen kann. Und das ist für mich der schönste, wärmste Moment dieses Films, wie sie dieses Gedicht vorliest. Wie Sie sehen, ist der Kopf des weißen Mannes doch beträchtlich größer als dieser hier. Der Kopf eines San, auch Buschmann genannt.
Vertreter dieser primitiven Stämme sind zu Gast für die Völkerschau des Kaisers hier bei uns in Berlin. Jeder Student bekommt ein eigenes Exemplar zur Erforschung. Keine Angst, es tut nicht weh. Ich habe hier eine Liste mit Fragen vorbereitet. Wir spielen und reden. Ein Gespräch, kein Studium. Frau Kambasembi zeigt erstaunliche geistige Fähigkeiten. Und ich behaupte, dass ihr ein höherer Bildungsgrad nur durch äußere Umstände versagt blieb, nicht durch genetische Veranlagung. Sagen Sie mal, lieber Hoffmann, wollen Sie sich das Leben wirklich so schwer machen? In Deutsch-Südwest droht Krieg. Ihr nehmt unser Land weg. Ich möchte eine Expedition aussenden, die materielle Zeugnisse der Stämme für unser Völkerkundemuseum sammelt. Innerhalb der deutschen Grenzen wird jeder Herero mit und ohne Gewehr erschossen. Kalahari wird vollenden, was wir angefangen haben. Sie werden sehr viele schöne Dinge zurücklassen auf ihrer Flucht. Halten Sie das für richtig? Kennen Sie diese Frau? Lebt sie? Dies ist mein erster Krieg. Auf jeden Fall werde ich ihn für mich zu nutzen wissen. Und Sie? Wenn wir jetzt veröffentlichen, hat das katastrophale Folgen. Für wen? Für mich. Das hier ist der Feind! Und wir werden ihn vernichten!